Heute sind wir unterwegs mit unserem Audi RS 4B5, wo ihr vielleicht unschwer hören kann. Es hat sich einiges getan mit dem Fahrzeug. Für eine oder andere noch gar nicht, vielleicht in Instagram, vielleicht hat es da gar nicht mitgekriegt. Wir haben uns einen RS 4B5 geholt. Ein Schweizer Fahrzeug mit 155.000 Kilometer auf der Uhr. Haben das Auto jetzt nach unseren Vorstellungen zuerst mal revidiert. Also sprich, Zahnriemen gemacht, alle Riemen, was noch dabei war, dann Wasserpumpe, dann was war noch fällig. Dann haben wir natürlich normal Kundendienst gemacht, inklusive Zündkerzen, alle also Öle gewechselt, auch Getriebeöl und Differentialöl. Wahrscheinlich vibriert das Ganze jetzt ein bisschen hier, aber ich kann es nicht ändern. Es ist halt ein bisschen ältere Geschichte, das Ganze. Haben das Auto natürlich auch ein bisschen Dellen rausdrücken lassen, weil ein paar Dellen auch im Fahrzeug waren. Und das ist halt unschön. Ansonsten kein Rost, das Fahrzeug. Das ist halt schon mal eine geile Nummer. Und jetzt, wo wir jetzt gerade unterwegs sind und wo man vielleicht auch unschwer hören kann, wir haben eine Zinnrahmenauspuffanlage verbaut. Haben zusätzlich noch Solarluftkühler von Wagner verbaut. An dieser Stelle danke nochmal an die Firma Wagner. Wir haben die Evolution Downpipes inklusive Solarluftkühler und diesen Carbonführungen geordert. Weil wenn man schon mal das Getriebe rausmacht, dann genau, Kupplung aber auch noch getauscht, weil Kupplung war endlos fertig. Haben wir gleich Sachs Race Sintermetall-Kupplung mit einem Massenschwung getauscht. Und dadurch natürlich, wenn man natürlich Downpipes hat, dann bauen wir natürlich Auspuff auch. Und da haben wir uns an die Firma Zinnram gewandt. Und die haben uns jetzt hier so eine Mörder-Aggressor-Auspuffanlage gebaut, wenn man das schnell mal hören kann. Nicht ganz schlecht, hätte ich jetzt gesagt. Auto hat auch gut Leistung jetzt, also vorher am Luftmassenmesser noch tauschen müssen, Pop-Offs getauscht, sämtliche Schläuche getauscht, Luftschläuche getauscht, sämtliche Kugelwellengehäusen, Entlüftungsschläuche noch gereinigt und neu gekauft. Also hinten waren alle beide Aufnahmen durchgerostet, ist ja ein bekanntes Problem, haben wir auch neu gekauft. Vorne Akschenkel links, der Alu-Akschenkel war defekt, da haben sie schon mal die Lenker getauscht, da haben wir gesagt, okay. Dann tauschen wir gleich links, rechts nochmal gegen zwei neue Alu-Teile, inklusive allen Lenkern, Spurstandköpfe und. Also wenn wir es machen, dann machen wir es vernünftig und alles richtig geil. So, jetzt haben wir noch eine Piepo-Benzinpumpe gekauft und jetzt sollten wir eigentlich dann, sage ich jetzt mal, das Auto sollte dann eigentlich klappen, dass man das hinkriegt, dass das Auto schön läuft und dass man natürlich auch leistungstechnisch noch was ein bisschen das hinkriegen, weil als nächstes kommen wir natürlich zur Firma Reitsamer, das wo ja für unser Spitzel ist und auch natürlich ein Vertriebspartner für uns ist und den hat man gesagt, dass wir das Auto mal bringen und da eine Software quasi noch drauf machen lassen und das Auto noch mal komplett durchchecken lassen. Ja, das war das. Wo sind wir jetzt gerade unterwegs? Also wir sind jetzt gerade Richtung Osten unterwegs zum Folierer, einen Folierer unseres Vertrauens, einer der Folierer unseres Vertrauens, wir haben ja zwei und wir sind jetzt gerade angekommen im Vogtland und wenn wir ins Vogtland fahren, dann werden wir wahrscheinlich zu Kultins fahren, gehe ich davon aus, ne? Also wo fahren wir sonst hin? Der Andi wartet schon auf uns, weil wir jetzt den Lack eigentlich nicht mehr so gut gefunden haben, müssten aber das Auto eigentlich komplett neu lackieren, haben wir aber jetzt nicht mehr gemacht, beziehungsweise zeitlich nicht mehr geschafft. Wie gesagt, er hat keinen Rost, er hat die Bordellen gehabt, die haben wir rausgemacht und jetzt machen wir halt die Folierung und welche Folierung das dann wird, wir werden jetzt da draußen das Auto nochmal filmen, gehen kurz nochmal schnell rundum und zeigen euch das Auto mal in genauen, weil Fahrwerk haben wir auch schon verbaut. Da haben wir jetzt natürlich ein Übergangsfahrwerk gerade verbaut und wir kriegen noch mal ein Update, weil wir lassen mal ganz was Spezielles bauen für dieses Auto und auch in Zukunft dann für die RS 4B5 Jungs. Das nehmen wir dann ins Programm, aber dann später mehr. Und ich fahre jetzt aktuell bloß Winterreifen auf den Ding, das haben auch viel zu schmal natürlich. Der Reifen auch sehr schmal, aber trotzdem alles noch im Bereich, das wohl funktioniert, weil wir sowieso das Auto leicht abgelastet haben, weil ich Winterreifen jetzt nur drauf gemacht habe, dass du jetzt fahren kannst im Falle eines Falles, wenn was sein sollte. Mit Sommerreifen wäre jetzt wahrscheinlich scheiße.
Interesse, jetzt unterwegs zu sein. Ja, das ist jetzt kurz. Zu viel zum Blablabla, wo wir jetzt sind und was wir machen. Und jetzt sind wir dann gleich beim Andi und da geht's dann weiter. So, Straße war noch nie die beste, solange ich das noch weiß. War ja schon zeitlang nicht mehr, das ist schon ein Jahr her. Und jetzt, ja, sind wir gleich beim Andi, beim Kulthund. Da vorne sieht man seinen Zebrabus schon, seine V-Klasse. Da ist auch schon Golf, ein schöner Blau poliert. Schauen wir mal, was da heute so möglich ist, ob er uns zeigen kann, was noch geht. Aber wir fahren jetzt einfach mal direkt vor die Haustüre. Wir sind jetzt hier, werden jetzt kurz mal schnell außen ums Auto rum ringsum filmen, dass ihr mal seht, wie das Auto vorher ausgesehen hat, und dann passt das schon. So schaut er aus. Ganz in Schwarz. Ist jetzt nichts Dramatisches. Er ist ein bisschen tiefer. Wir haben jetzt die OZ drauf, die 19 Zöller, wo ich davor gesagt habe, dass wir die mit Winterreifen noch ausrüsten. Er ist so eigentlich jetzt nicht schlecht beieinander, wie wir gesagt haben. Und ja, so schaut er auf alle Fälle jetzt aus. Auf alle Fälle kurzes Kennzeichen. Das Kennzeichen hat er auch schon. Ich habe ja noch ein paar im Petto. Also so sieht er jetzt aus. Die Farbe davon schaut auch schlecht aus. Aber so wird er nicht, das kann ich gleich schon verraten. Also bis demnächst. Wenn er foliert ist, dann lassen wir euch wieder teilhaben an der ganzen Geschichte. Dann filmen wir weiter. Heute sind wir wieder mal im schönen Bayerischen Wald. Bei mir in der Nähe vom Büro. Machen wir heute mal kurz wieder ein kleines Video von unserem Audi RS4 B5. Das ist jetzt der zweite Teil mittlerweile. Weil der erste Teil, ja, sage ich jetzt einmal, haben wir eigentlich schon alles gezeigt, was möglich ist, beziehungsweise was möglich war bis dahin. Das Auto war ja schwarz, bekanntlicherweise. Und deswegen haben wir heute gesagt, okay, wir machen nochmal schnell ein Video, weil jetzt hat sich ein bisschen was getan nochmal. Farbe hat sich geändert, weil das letzte Video ging ja bis dahin, wo wir das Auto zum Kulthins gefahren haben. Und jetzt geht es dann weiter, haben wir gesagt, wo das Auto foliert ist, wo die anderen Felgen drauf sind und wo natürlich die Bremsen verbaut sind. Und das zeigen wir euch jetzt einmal. Da gehen wir jetzt einmal schnell rundum. Ich gehe dann mit euch ein bisschen näher auf das Ganze dann nochmal ein. Und dann schauen wir uns das an, ja, wie das eigentlich, sage ich jetzt mal, stimmig ist und was wir Spurplatten fahren und so weiter und so fort. Welche Größe voraus wir von der Felge fahren. Weil sonst heißt es wieder, der macht ja sauber zwei Blabla. Aber ein bisschen was muss ich euch erklären, weil sonst verstehen ja die meisten nicht, wie das geht. Weil wenn man das Auto im Hintergrund jetzt anschaut, von der Tiefe her, ist natürlich so, es ist genau so, jetzt sind eigentlich alles komplett fahrbar. Das Auto schaut noch human aus, für meine Verhältnisse, sage ich jetzt einmal, schaut es wirklich human aus. Es schließt auch schön ab. Es ist immer noch nicht so, dass das Auto felgenhorn bündig ist. Der eine oder andere kennt es bei uns, dass wir natürlich mit Felgenhorn drunter fahren. Aber das Wichtigste war, dass die Kante komplett original geblieben ist bei dem Auto. Also wir haben nichts an der Kante verändert, was das betrifft, weil es war mir wichtig, dass das Auto original bleibt, was Karosserie betrifft. Wir haben jetzt eigentlich nur alles getauscht, was man jederzeit wieder original rückrüsten kann. Weil für mich war das von Anfang an wichtig, dass das Auto eigentlich nur Fahrwerk und Felgen bekommen hätte sollen. Aber der, der mich kennt, der kann das, ich kann mich meistens dann nicht zurückhalten. Dann habe ich gesagt, ja gut, ein bisschen Auspuff, ein bisschen das und jenes. Und dadurch, dass wir ja beim Teil 1 schon alles erklärt haben, was eigentlich dann da alles falsch gelaufen ist oder beziehungsweise was dann mit sich noch gebracht hat, das Ganze, was wir repariert haben oder instand gesetzt haben oder wo man sagt, wo wir Kunden jetzt gemacht haben. Deswegen haben wir jetzt eigentlich, schaut das Auto so aus, wie er jetzt ausschaut. Von daher. Ja. Maßetechnisch ist es halt jetzt so, wir fahren jetzt die 8,5x20 ET50 BMS Le Mans 299 in Hochglanz verdichtet mit einem 235 3020. Da wird jetzt der eine oder andere RS4 B5 Fahrer so, wie kann man sowas machen, da muss normal ein 10x20 drauf. Ja, das ist nicht ganz, ganz verkehrt, das stimmt schon. Allerdings ist so, ein 10x20er Le Mans habe ich leider nicht in meinem Repertoire gehabt. Und deswegen haben wir eigentlich diese Le Mans gehabt, die wo Tanja, meine Frau, auf dem RS3 gefahren hat. Und dadurch haben wir eigentlich die Felgen jetzt genommen. Und ich finde eigentlich, dass die Felgen richtig stimmig ist, was das betrifft. Mir gefällt es auch, dass der Stern außen ist und nicht der Stern von hinten montiert ist. Mir gefällt auch, dass das Auto weniger Tiefbett hat. Und klar, mit dem Grip und so weiter wäre es wahrscheinlich besser, wenn man den sogenannten 265, 25, 20 Hankook fahren würde. Habe ich auch noch einen Satz liegen, wobei ich nicht der Fan vom Evo 1 bin, weil der, finde ich, eigentlich ein bisschen schwammig ist. Und der Nexen, was jetzt da drauf ist, zieht sich eigentlich richtig gut. Und durch das Ziehen von dem Reifen, also wenn es Dreck schwimmt, die anderen oder anderen sagen,
finde ich eigentlich, dass das schon richtig cool ist. Da haben wir natürlich in Verbindung andere Spurplatten gebraucht. Ne? Also wir haben vorne jetzt aktuell verbaut durch die ET50 eine 25er Spurplatten vorne, eine 40er Spurplatten hinten. Dadurch ist das Ganze wieder ein bisschen stimmiger geworden. Und dadurch kommt jetzt auch die Bremse, weil das schön offen ist, die Bremse richtig gut rum vom Wendt Performance, von unserem Spätzl, der uns für dieses Auto natürlich auch wieder Bremsen zur Verfügung gestellt hat. Da fahren wir vorne 390, hinten 365, zweiteilige Bremsscheiben mit Alutopf. Ne? Und in gelocht natürlich, ist eh klar, gelocht und geschlitzt zusätzlich. Und dann haben wir da unsere Bremssattel vorne 6 Kolben und hinten 4 Kolben inklusive externen Handbremssattel vom Audi erlaubt. Das schauen wir uns jetzt noch ganz genau. Und das Wichtigste natürlich, das haben wir bei Thailand schon gesagt, gepfeffert Variante 3 haben wir bei dem Auto jetzt verbaut. Hier kennt man natürlich, also Clubsport sozusagen, nennen wir das für die ganzen RS4 bis 5 Fahrer. Das ist eine Edelstahl-Variante in der Zug- und Druckstufenhärteverstellung. Und als nächstes gibt es dann das Ganze auch in Aluminium. Aluminium Clubsport zweifach nennen sie das dann. Und da möchte man sogar dann ein TÜV-Gutachten erstellen lassen. Und derjenige, der wo schon ein Fahrwerk von uns hat, dann kann dieses Fahrwerk, dieses Gutachten dann auch dann wieder nachreichen. Können wir dann nachreichen, auch noch, der wo unser Fahrwerk hat. Weil der Aufbau, so wie wir es jetzt bei dem Auto haben, die ganze Federbestückung hinten und vorne mit den Adaptern und so weiter und so fort, wird auch bei dem Fahrwerk dann mit einfließen. Das Clubsport zweifach Aluminium sollte man eigentlich, ja, mal schauen, je nachdem, wie es jetzt momentan ist bei KW bzw. allgemein in Deutschland, sollte man eigentlich die nächsten 14 Tage, 3 Wochen kriegen. Wenn man das kriegt, machen wir natürlich wieder ein Video. Werden wir auch das Ganze dann wiegen mit dem Originalfahrwerk wegen ungefederte Massen und so weiter. Und da haben wir natürlich dann schon ein bisschen mehr im Petto seitdem. Ne? Ja, dann schauen wir uns das mal näher an. Da ist auch okay. Noch einen anderen Winkel, weil jetzt filmen wir mit der zweiten Kamera, mit der Legria, weil die ein bisschen einen Weitwinkel hat. Der eine oder andere bemängelt das natürlich immer, dass der Weitwinkel da so extrem ist, aber dafür haben wir das Problem nicht, dass das mit unserem leichten Wind, den wo man wahrscheinlich wieder hört, für unseren schlechten Ton, Entschuldigung, weil wir brauchen immer da noch so einen riesen Puschel dann irgendwann einmal oder vielleicht bei mir hier ein Puschel und so weiter. Das besorgen wir uns jetzt als nächstes dann ist unser Ton dann auch wieder vielleicht noch ein bisschen besser. Deswegen gehe ich jetzt mit der Kamera direkt jetzt mit euch schnell mal ganz kurz noch mal ums Auto und ich glaube, dass das dann vom Ton her ein bisschen besser ist. Also, okay, ich bin jetzt eh kurz rumgegangen. Das waren jetzt die sogenannten BWS Le Mans. Schauen wir es uns noch mal ganz genau an. In den Maßen, wie wir gesagt haben, 820 ET50 BWS LM 299, wie man unschwer auf dem Bild erkennen kann. Dazu haben wir natürlich diese, wie ich davor schon gesagt habe, die an der Vorderachse 25 mm SCC Spurplatten noch verbaut, weil sonst schaut das ein bisschen komisch aus, weil das Radl relativ verfloren im Radkasten ist. Wie gesagt, Originalkante, darum der Abstand da noch, und das habe ich auch schon 100-mal erklärt, dass das wahrscheinlich dann mit Static sonst nicht anders da funktioniert. Auto fährt wirklich richtig mega gut, ist also eigentlich von unserem Setup her, so wie wir unsere Fahrwerke immer ausliefernd verbaut. Folierung, gehen wir auch noch mal ganz kurz noch mal schon darauf ein. Das ist jetzt die sogenannte Lichtblau, es ist kein originales Nogaro-Blau. Nogaro-Blau hat einen leichten Perleffekt drin. Das haben wir ja eigentlich dann erst gespannt, wo ich dann vor dem originalen Auto gestanden bin, vom Phil, von unserem Späsel, da wo wir auch schon ein Video gemacht haben, beziehungsweise von den zwei RS4 bis 5 in Grau und in Blau. Und da habe ich dann ein Farbmuster hingeholt und dann habe ich gesehen, oh, da ist ja ein Perleffekt drin und dann hätte man eigentlich die Folie anmischen lassen müssen. Das hat uns zeitlich eigentlich dann nicht mehr hingehauen. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach ein Anführungszeichen ein bisschen ein helleres Blau. Das ist jetzt so ähnlich wie Rivera Blau, hätte jetzt ich fast schon gesagt. Ich finde es richtig cool. Mir gefällt die Farbe richtig gut. Zuerst habe ich schon gemeint beim Andi, wo wir das Auto abgeholt haben, dass es ein bisschen zu hell ist. Jetzt stehen wir komplett voll in der Sonne. Der eine oder andere wird sagen, ja, es ist zu hell. Ich finde, dass es eigentlich nicht so hell ist. Wir schauen uns mal auf der anderen Seite an. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auf die andere Seite rüber gehst, ein bisschen Schatten ist. Wenn man jetzt dann das da anschaut, finde ich eigentlich, ist richtig cool, weil wir stehen jetzt komplett in der prallen Sonne. In der prallen Sonne schaut das Ganze natürlich wieder anders aus. Ja, was jetzt zum Song zum Auto an sich noch? Autotechnisch ist jetzt leistungstechnisch noch original, weil wir ja gesagt haben, und, wir haben ja mehrere Partner, mit denen wollen wir zusammenarbeiten, die wollen unsere Fahrwerke vertreiben. Die meisten RS4 bis 5 Fahrwerke nimmt aber, glaube ich, unser Kollege in Salzburg uns ab. Und das ist der Reizhammer Performance, was RS4 bis 5 betrifft. Und wir wollten ja unbedingt vom Sascha, vom TuneTech, eine Software haben für einen RS4 bis 5. Wie gesagt, wir teilen ja das unsere Späseln untereinander ein bisschen auf, beziehungsweise mit unseren ganzen Partnern, mit denen wo wir zusammenarbeiten.
Und bei dem Auto haben wir gesagt, das lassen wir beim Reizsamer machen, was softwaretechnisch betrifft. Wir haben jetzt auch noch die Piburg Benzinpumpe da gekauft, die wo da noch reinkommt. Wagner Ladeluftkühler sind noch nicht verbaut mit den Carbon-Inlets. Da haben wir noch nicht Zeit gehabt, weil wenn wir dann Stoßstangen runter haben, dann wechseln wir auch gleich mit den Scheinwerfern, weil der ist ein bisschen blind. Dann habe ich natürlich gleich zwei Originale gekauft, weil nicht, dass dann der wieder heller ist wie der andere. Und dann haben wir natürlich auch diese offenen Gitter dann gleich mitgenommen bei den Evo-Kit. Und zusätzlich im Evo-Kit sind da der eine oder andere, was ihr auskennt, sind die Downpipes mit dabei. Und bei den Downpipes sind wir jetzt ein bisschen unglücklich, in Anführungszeichen. Erstens, weil es viel zu tief abhängen, was beim Cut dort betrifft. Da hätten wir viel mehr Platz noch nach oben gehabt. Und hauptsächlich, weil rechte Seite steht die Downpipe eigentlich am Motorhalter an. Und das war im Zuge, wo wir unsere Sintermetallkupplung eingebaut haben, bei dem Auto und das Getriebe heraus war, haben wir das eingebaut und dann später dann wieder den Motor rein. Und dann haben wir gesehen, ja, da steht das an. Und da war keine Zeit nicht. Und deswegen werden wir wahrscheinlich bei unserem Spätzl, der uns ja die anderen Auspuffanlagen auch immer macht, der Lucke, an dieser Stelle viele Grüße, nochmal leider Hand anlegen müssen, komplett von vorne bis hinten, weil Auspuffanlage haben wir Zinnrahmen verbaut. Zinnrahmen bin ich jetzt eigentlich schon begeistert, was der Sound betrifft. Passgenauigkeit, ja, war okay, muss man so sagen. Trotzdem kann man es ein bisschen besser noch machen. Optisch ist jetzt so mit den Original, mit diesen Endrohren, sage ich jetzt einmal, die wo Originaloptik haben, bloß ein bisschen dicker sind, finde ich schon cool. Gefällt mir auch richtig gut und der Sound ist richtig geil. Also das ist richtig cool. Bloß er dröhnt ein bisschen ab 3000 Touren, deswegen möchten wir da auch noch ein bisschen was machen mit einer Klappensteuerung. Gibt es glaube ich sogar serienmäßig bei Zinnrahmen, machen wir aber jetzt selber, weil ich ja komplettes Rohr von vorn bis hinten fahre, nur zwei Cuts und ein Endschalldämpfer. Und dadurch eigentlich der Vorschalldämpfer weggelassen worden ist. Und da möchte man eigentlich dann diesen Topf verbauen mit einer Klappensteuerung. Weil er ist jetzt zwar so nicht zu laut, er hat einen richtig schönen kernigen Sound, können wir uns gerne nochmal anhören schnell. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass er dann trotzdem, wenn man längere Strecken fährt, wie jetzt zum Beispiel letztes Mal, wo ich zum Andi gefahren bin und wo ich das Auto abgeholt habe, zum Folieren gefahren habe, ist einfach der Dröhneffekt da ein bisschen zu extrem. Gut, wie gesagt, der eine oder andere sagt, ich finde es geil. Ja, ich finde es auch geil, aber auf Dauer ist nichts. Danke nochmal an das Video, wo wir drunter geschrieben haben, wo meine Tochter letztes Mal die Sintermetallkupplung testet hat. Mit 14 Jahren, wohl gemerkt an dieser Stelle. Ich bin immer noch megamäßig stolz auf die ganze Geschichte. Ist mir gesagt worden, dass ich zwei verschiedene Rückleuchten drin habe. Ich habe da eine Facelift-Rückleuchte und da habe ich eine Vor-Facelift-Rückleuchte. Ist mir eigentlich als wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, absoluter Nicht-B5-Freak, sage ich jetzt einmal, nicht aufgefallen. Man merkt, weil ich gemeint habe, ja gut, linke Seite ist rückwärts gegangen, ein bisschen heller und andere Seite nicht, aber da ist getönt und da ist nicht. Also hat sich der Andi gleich sofort, also Rückleuchten natürlich gekauft. Ja? Weil wenn dann, bloß ich das wieder auf mir sitzen und tada, siehst du, jetzt, man merke den kleinen, aber feinen Unterschied. Ja, bloß, dass die da ein bisschen allgemein ein wenig dunkler sind. Das finde ich fast schon wieder eigentlich wieder cool. Ich hätte mir fast schon wieder Vor-Facelift-Rückleuchten kaufen sollen. Ja, da sind auch schon wieder die originalen vorderen Scheinwerfer, wie ich davor schon gekriegt habe, noch mit drin. Und das wird dann als nächstes dann auch noch verbaut. Genau. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zum sagen? Bremsen von Wendy Performance, habe ich eh davor schon gesagt. 6-Kolben-Sattel vorne, Brembo inklusive der zweiteiligen 390er zweiteiligen Scheibe und an der Hinterachse 4-Kolben Brembo mit einem 1-Kolben Audi R8 Handbremssattel mit der 365er Scheibe. Wie gesagt, bremst richtig geil, also hat auch super funktioniert, Einbau super geklappt, ja, was soll immer mehr, also sind wir nicht anders da gewohnt von unserem Spitzel. So. Neuen Aufkleber haben wir auch gleich. Da haben wir gesagt, wir machen den passenden gelben natürlich dann drauf, weil das besser zu der Bremse passt. Sonst machen wir jetzt den unten am Schweller, den wo wir bei uns im Online-Shop machen, machen wir nicht drauf, weil das Auto eher dann doch dezent bleibt. Und ja, jetzt wenn wir dann leistungstechnisch dann nochmal was gemacht haben, machen wir natürlich auch noch ein Video, weil Kupplung ist dementsprechend vorbereitet. Wir haben ja die ganzen Öle und ganzen Kundendienstsachen gemacht. Also von daher sollte es eigentlich schon gut funktionieren. Also, ja, das war jetzt das kurze Name. Innen drin, wir können gerne innen nochmal reingehen, wenn es wollt. Schauen wir es uns innen nochmal an. Ich habe da vorher schon mit durchgefilmt. Die Carbonleisten da, die original sind natürlich. Ja. Finde ich natürlich immer bei den Autos richtig geil. Sitze sind jetzt, und, ja,
dem Alter entsprechend eigentlich ganz normal. Was das betrifft, habe ich aber noch vom Besitzer noch zwei Sitze mit dazu gekriegt, weil die ein bisschen so Druckpunkte drin haben da und schon ein bisschen abgesessen sind, obwohl das nirgendwo durch sind. Ich habe noch zwei Sitze, aber die werden wir wahrscheinlich noch montieren. Schalensitze oder sowas montiere ich nicht, hätte ich zwar auch noch, aber ja, wie gesagt, das Auto soll eigentlich so original bleiben. Ja, ansonsten bin ich eigentlich mehr als zufrieden mit dem Auto. Und ich habe eigentlich eine richtig große Freude mit dem Auto. Ja. Und deswegen wird da wahrscheinlich noch ein oder andere Video kommen. Aber jetzt machen wir noch schnell einen Sound. Also, in diesem Sinne, hat mich gefreut. Macht's euch gut. Servus, Sabateri.